Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Und wir wollen heute mit unserer Serie über Sex in der Bibel fortfahren. Ich hatte ja bereits in der letzten Predigt einige Anmerkungen gemacht bezüglich, wer den Sex erschaffen hat und wie dann falsche sexuelle Beziehungen in die Welt gekommen sind. Und ich möchte heute mit diesem Thema fortfahren und wiederum mich an das erste Buch Mose wenden, weil wir dort noch einige Stellen zu untersuchen haben und dann aber auch weitergehen im Hinblick auf das, was die Bibel sagt. Und zwar in der Reihenfolge, wie diese Stellen erwähnt werden. Im 1. Mose Kapitel 20 lesen wir eine interessante Begebenheit über Abraham und Sarah. Nun, Abraham und Sarah waren verheiratet und wie ich dies letzte Sendung bereits zum Ausdruck gebracht habe, waren sie Halbbruder und Halbschwester. Das war damals noch möglich, nachher hat das Gott dann aber geändert. Aber wir lesen hier eine interessante Begebenheit in 1. Mose Kapitel 20, angefangen in Vers 1. 1. Mose Kapitel 20, angefangen in Vers 1. Da heißt es, Abraham aber zog von dannen ins Südland und wohnte zwischen Kadesh und Schur und lebte nun als ein Fremdling zu Gerar. Er sagte aber von Sarah, seiner Frau, sie ist meine Schwester. Er hatte dies aus Angst getan. Er hatte geglaubt, wenn er zugeben würde, dass Sarah seine Frau wäre, dann würden sie Abraham töten und die Sarah entführen. Und so haben beide dahingehend sich vereinbart, dass sie überall, wo sie hinkommen würden, sagen würden, sie sind lediglich Bruder und Schwester. Aber diese Lüge hatte natürlich ihre Konsequenzen. Es heißt nämlich dann hier, und da sandte Abimelech, der König von Gerar, hin und ließ sie holen. Also er wollte jetzt sie als seine Frau haben. Aber Gott kam zu Abimelech des Nachts im Traum und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes, um des Weibes willen, das du genommen hast, denn sie ist eines Mannes Ehefrau. Schauen Sie, Ehebruch war, lange bevor die 10 Gebote verkündet worden waren, bereits schon ein Verbot. Das Gesetz Gottes bestand bereits seit der Erschaffung des Menschen. Ehebruch ist eins von den 10 Geboten. Und die Strafe für Ehebruch war der Tod. Und so kommt jetzt Gott im Traum zu Abimelech und warnt ihn davor, dass er, wenn er diese Sünde des Ehebruchs begehen würde, er tatsächlich dann auch sterben würde. Schauen wir uns die Reaktion an. Vers 4. Abimelech aber hatte sie nicht berührt und sprach, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Das war natürlich alles jetzt hier im Traum. Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie hat auch gesagt, er ist mein Bruder. Habe ich das doch getan mit einfältigem Herzen und unschuldigen Händen? Und Gott sprach zu ihm im Traum, ich weiß auch, dass du das mit einfältigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch behütet, dass du nicht wieder mich sündigst und habe es nicht zugelassen, dass du sie berührest. Schauen Sie, Gott sieht Ehebruch als eine Sünde an, nicht nur im Hinblick auf die beiden Ehebrecher, sondern auch sogar im Hinblick auf ihn selbst. Er hat ja das Gesetz erlassen, du sollst nicht Ehe brechen. Und wer dann dieses Gesetz übertritt, sündigt gegen Gott. Wie gesagt, diese Stelle befindet sich bereits im 1. Buch Mose, lange bevor die 10 Gebote im 2. Buch Mose, Kapitel 20, verkündigt werden. Was eben zeigt, dass die 10 Gebote seit Anfang der Existenz des Menschen bereits in Kraft waren. Schauen wir uns nun 1. Mose, Kapitel 24 an. 1. Mose Kapitel 24, angefangen in Vers 1. Auch hier lesen wir eine interessante Stelle, die natürlich heute so gut wie niemals mehr beachtet wird und das natürlich dann auch sehr viele negative Konsequenzen hat. 1. Mose Kapitel 24, angefangen in Vers 1. Abraham war alt und hochbetagt und der Herr hatte ihn gesegnet allenthalben. Obwohl er hin und wieder auch gesündigt hat, wie wir das gerade eben gelesen hatten, war Abraham ein gerechter Mann. Und Gott hatte gesagt, dass er seine Gebote, seine Vorschriften, seine Satzungen halten würde. Und er hat dies auch im Großen und Ganzen getan. Und wenn er gesündigt hat, dann hat er Vergebung erlangt, wie auch das bei uns der Fall ist. Wenn wir sündigen, wenn wir gegen Gottes Gesetz verstoßen und dies bereuen und Gott um Vergebung bitten, dann wird er uns auch diese Sünde vergeben. Also Gott hatte ihn gesegnet, allenthalben. Und er sprach, das ist Abraham, zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand, lege deine Hand unter meine Hüfte und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn Isaak keine Frau nehmest von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne,
sondern dass du ziehest in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft und nehmest meinem Sohn Isaak dort eine Frau. Nun, warum hatte Abraham das getan? Weil die Kanaaniter eben Götzenanbeter waren. Und weil Abraham nicht wollte, unter anderem, dass Isaak eine Frau heiraten würde, die eben auch die Götzenanbeterei betreiben würde, weil, wie wir noch sehen werden, dies in den meisten Fällen dazu führt, dass man sich dann von dem wahren Glauben abwendet und sich dann dem Glauben des Ehepartners, der eben nicht gläubig ist, in dem Sinne zuwendet. Salomo hatte ja dieses Problem und es hat ihm beinahe ja auch dann zu Fall gebracht. Unter anderem lag es auch daran, dass die Kanaaniter dunkelhäutige Menschen waren und Abraham natürlich nicht. Auch das ist etwas, was man heute nicht mehr so gerne hört, aber Gott hat klar und deutlich gemacht und gesagt, dass Rassenvermischung nicht in seinem Sinne ist. Nun gut, lesen wir in 1. Mose Kapitel 24 und in Vers 67. Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka, denn das war jetzt die Frau, die der Knecht ihm zugedacht hatte. Das war übrigens auch eine Frau, die eine Verwandte war von Abraham. Und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Nun, das ist eine unglückliche Übersetzung von Luther hier, er gewann sie lieb. Es sollte besser übersetzt heißen, seine Liebe zu ihr nahm zu. Was wir hier feststellen, ist die Tatsache, dass wenn man sich verheiratet, natürlich Liebe vorhanden sein muss. Man sollte niemanden heiraten, den man nicht liebt. Aber Gott sagt uns auch, dass die Liebe innerhalb der Ehe zunehmen muss. Man kann nicht erwarten, dass die Liebe bereits zu Anfang der Ehe vollkommen ist. Es wird Schwierigkeiten geben und man muss mit diesen Schwierigkeiten fertig werden. Aber die Liebe zueinander muss zunehmen, selbst und vielleicht auch gerade in diesen Schwierigkeiten. Die meisten jung verheirateten Eheleute machen den Fehler, dass wenn sie sich Schwierigkeiten gegenüber konfrontiert sehen, sofort irgendwie aufgeben wollen. Die Scheidung ist ja heute eine sehr, ich möchte mal sagen, leichtfertige und auch bei den meisten angenehme Lösung, um sich schnell wieder dann trennen zu können, um dann erneut zu heiraten. Oder die meisten wollen sich heute überhaupt gar nicht mehr heiraten. Die wollen zunächst einmal ausprobieren, für mehrere Jahre zusammenleben, ob man dann auch so zueinander passt. Auch das, wie wir noch sehen werden, eine totale falsche Lebensweise. Nein, die Liebe in der Ehe muss zunehmen. Die Eheleute müssen zueinander in der Liebe wachsen. Und das ist hier genau auch im Falle von Isaak und Rebekka geschehen. In 1. Mose 25 und in Vers 1 lesen wir dann auch, dass Abraham, dem seine Frau Sarah gestorben war, sich wieder eine Frau nimmt. Und die hieß Ketura. Also es ist nichts Verkehrtes dabei, wenn ein Witwer, der möglicherweise dann noch mehrere Jahre lebt oder viele Jahre leben kann, entsprechend seinem Alter, dann sich erneut verheiratet. Das ist hier in diesem Falle geschehen. Die Ehe gilt, bis dass der Tod uns scheidet. Wenn der Tod uns scheidet, dann besteht die Ehe natürlich nicht mehr weiter. In 1. Mose Kapitel 26 lesen wir dann über Esau, der hier etwas tut, was er nicht hätte tun sollen. In 1. Mose Kapitel 26 lesen wir angefangen Vers 34. Als Esau 40 Jahre alt war, da nahm er zur Frau Jehudit, die Tochter Beris des Hethiters, und Basemat, die Tochter Elons des Hethiters. Und die machten Isaak und Rebekka lauter Herzeleid. Nun, sie machten den beiden Herzeleid, weil das nicht Frauen waren, die der Esau hätte nehmen sollen. Es waren Hethiter, aber zunächst einmal hätte er auch nicht zwei Frauen nehmen sollen. Wiederum die Polygamie wird hier erwähnt. Das hatten wir letzte Predigt bereits schon besprochen, dass die Polygamie eine Erfindung des Menschen ist, nicht etwas ist, was Gott gut heißt, nicht etwas ist, das Gott in die Welt gebracht hat. Es war dieser damalige selbst von sich überzeugte, stolze Mensch, von dem wir ja gelesen hatten, der diese Polygamie
einführte. Und das hat wiederum negative Konsequenzen hier gehabt. Aber wie wir noch sehen werden, nicht nur für Esau, sondern auch für andere. In Kapitel 28, 1. Mose 28, lesen wir Vers 9. 1. Mose 28 und Vers 9. Und er ging dahin zu Ismael und nahm zu den Frauen, die er bereits hatte, auch hier wiederum geht es um Esau, Mahalat, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots, zur Frau. Nun, die Polygamie ist nach wie vor verkehrt. Das hätte er auch nicht tun sollen, aber immerhin lesen wir hier, dass eine Ehe hier stattfindet, die mehr den Ideen und Vorschriften Gottes entspricht. Es war also nicht eine Ehe mit fremden Völkern. Und wir lesen auch nicht, dass diese Ehe für die Eltern Herzeleide vorgebracht hatte. Nun lesen wir 1. Mose Kapitel 29. 1. Mose Kapitel 29, angefangen in Vers 16. 1. Mose 29, angefangen in Vers 16. Als nun Jakob am Abend vom Felde kam, da ging Lea hinaus ihm entgegen und sprach: Zu mir sollst du kommen, denn ich habe dich erkauft mit den Liebesäpfeln meines Sohnes. Und er schlief die Nacht bei ihr. Nun, ich will hier als Anmerkung hier zunächst einmal ausführen, dass ja Jakob vor seinem Bruder fliehen musste, weil er ja ihn betrogen hat und natürlich auch den Vater Isaak. Und er ist dann zu seinem Onkel gegangen und er wurde dann von seinem Onkel betrogen. Er hatte sich dann in die jüngere Tochter verliebt, aber der Onkel hat ihn betrogen und hat zunächst einmal gesehen, dass er die ältere Tochter Lea heiratet und dann hat er dann später auch noch die jüngere Rachel geheiratet, aber hatte dann die Rachel lieber als die ältere. Alles dies ist natürlich auch wiederum zu sehen im Hinblick auf Jakobs Natur, der ja andere betrog und er wurde jetzt selbst betrogen. Aber dann, aufgrund der Tatsache, dass er beide Töchter geheiratet hat, gab es unglaubliche Zwistigkeiten in der Familie. Streitigkeiten, die wiederum auch zeigen, dass Polygamie nicht im Sinne Gottes ist. Und hier lesen wir ein wenig über diese Streitigkeiten. Jetzt geht er also zur Lea ein und die Lea gebiert. Und dann heißt es hier, dass Gott erhörte die Lea, die war nämlich unfruchtbar geworden und sie ward schwanger und sie gebar Jakob ihren fünften Sohn und sprach, Gott hat mir gelohnt, dass ich meine Magd, meinem Manne gegeben habe und sie nannte ihn Issachar. Die hat das gleiche getan, was damals auch Abraham und Sarah getan haben. Die haben durch die Magd den Nachwuchs erzeugt. Auch das eine Prozedur, wie gesagt, die nicht im Sinne Gottes war. Und dann wurde abermals Lea schwanger und sie gebar Jakob ihren sechsten Sohn und sprach, Gott hat mich reich beschenkt. Und nun wird die Rachel eifersüchtig. Und jetzt heißt es, dass aber auch Gott an die Rachel dachte, Vers 22, und er hörte sie und machte sie fruchtbar. Und da ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Gott hat meine Schmach von mir genommen. Und sie nannte ihn Josef und sie sprach, der Herr wolle mir noch einen Sohn dazu geben. Und das tat er dann auch und das war dann Benjamin. Aber wenn Sie die Geschichte von Israel kennen, dann wissen Sie, was für Zwistigkeiten und was für Streitigkeiten innerhalb der Söhne Jakobs entstanden sind. Sogar so weitgehend, dass sogar die Brüder den Bruder, der jetzt auch ein Halbbruder nur war, von Josef verkauft haben nach Ägypten. Unglaublicher Hass, unglaublicher Neid, unglaubliche Eifersucht bestand zwischen diesen Brüdern. Alles aufgrund der Tatsache, dass Jakob die Polygamie pflegte, Verkehr hatte mit zwei Frauen und dann auch noch mit den Mägden von beiden Frauen. Sehen Sie, meine Damen und Herren, wie Sünde und was getan wurde hier, war Sünde. Es war ja gegen das Gesetz Gottes, denn Gott hatte den Mann und die Frau erschaffen und hat gesagt, die zwei sollen ein Fleisch sein. Es ging nicht um 3, 4, 5 oder 6 oder 7. Sünde führt zu negativen Konsequenzen. Wenn das nur eine Lehre wäre, die die Menschen heute begreifen könnten, dann sehe die Welt so viel besser aus. Aber die Menschen wollen heute ja doch die Dinge anders sehen, als wie Gott sie uns in seinem Wort sagt. Und die wollen dann mit anderen Lösungen experimentieren. Dazu gehört dann auch, zusammenzuleben vor der Ehe, Sexualverkehr zu haben vor der Ehe oder außerhalb der Ehe und dann innerhalb der Ehe den Sexualverkehr nicht mehr zu betreiben.
Schauen Sie, diese Lösungen führen nicht zu positiven Ergebnissen. Nun kehren wir weiter jetzt zurück zur Bibel und schauen wir uns eine Stelle an in 1. Mose Kapitel 34. 1. Mose Kapitel 34 und angefangen in Vers 1. Nun hier wird auch wiederum ein schreckliches Beispiel uns gegeben, das Beispiel einer Vergewaltigung. Und Vergewaltigungen haben auch immer nur negative Konsequenzen. In 1. Mose Kapitel 34, angefangen Vers 1. Und Dinah aber, Leas Tochter, die sie Jakob geboren hatte, die ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Und als Sichem sie sah, der Sohn des Hivitas Hamor, der des Landes Herr war, der nahm sie, legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Aber in diesem Falle gewann er sie lieb. In den meisten Fällen ist das natürlich bei Vergewaltigern nicht der Fall. Aber in diesem Falle gewann er sie lieb und er wollte sie dann heiraten. Und er hat sich dann an Jakob und die Söhne gewandt und die haben sehr, oder zumindest zwei der Söhne haben sehr niederträchtig geantwortet und haben gesagt, ja, die müssen sich alle erstmal beschneiden lassen, das gesamte Volk muss sich beschneiden lassen, sonst können wir Israeliten nicht mit euch geschlechtlichen Verkehr haben oder Eheverbindungen eingehen. Und als die das dann taten, als sich das gesamte Volk beschneiden ließ, dann fielen die Brüder über sie her und haben sie mehr oder weniger alle umgebracht. Also auch die Unschuldigen, die gar nichts mit dieser Vergewaltigung zu tun hatten. Und das war nicht etwas, was Gott gut hieß. Das war nicht etwas, was Jakob gut hieß. Im Gegenteil, Jakob hat nachher die beiden Söhne, die dies getan haben, auf das Schärfste verurteilt. Wir lesen dies in 1. Mose, Kapitel 49. 1. Mose, Kapitel 49 und die Verse 5 bis 7. 1. Mose 49, die Verse 5 bis 7. Es heißt, die Brüder Simeon und Levi, das waren die beiden, die hauptsächlich diese schreckliche Tat vollbrachten, ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rat und mein Herz sei nicht in ihrer Versammlung, denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gelähmt. Schauen Sie, die waren zornig natürlich darüber und das war gerechter Zorn, dass dieser Herrscher hier die Tochter, die Schwester vergewaltigt hat. Aber ihre Reaktion war eine falsche. Und Gott warnt uns auch, lasset die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn und gebet dem Teufel keinen Raum. Und das hatten natürlich diese beiden hier getan. Und wenn man heute weiß, dass die Nachfahren des Hauses Israel inklusive von Simeon und Levi noch existieren, man muss natürlich auch wissen, wo sie heute existieren, in welchen Ländern sie heute leben, dann kann man auch verstehen, warum wir heute Situationen haben in der Welt, die von Hass geprägt sind, die von Zwistigkeit geprägt sind, die von Neid geprägt sind, selbst innerhalb der Nachfahren des Hauses Israel. Und wie ich dies ja schon häufig gesagt habe, das Haus Israel ist nicht das Haus Juda. Das Haus Israel hat nichts zu tun mit dem Staat Israel heute im Nahen Osten. Das sind die Juden, das ist das Haus Juda. Das Alte Testament zeigt uns, dass es eine Trennung gab zwischen dem Haus Israel und dem Haus Juda. Und die meisten Menschen heute verstehen dies nicht. Und die denken, wenn sie von Israel lesen, und auch gerade auch im Hinblick auf Prophezeiungen für die Endzeit, dass sich das auf das Haus Juda bezöge, dass sich das auf die Israeliten bezöge. Das ist keineswegs der Fall. Das Haus Israel war nie jüdisch, hat mit Juden nichts zu tun. Das Haus Juda sind die Juden. Das sind die, die in Israel vorkommen, das sind die, die natürlich auch woanders leben, in der Zerstreuung, aber das ist eben nicht das Haus Israel. Und Simeon und Levi waren von dem Haus Israel, obwohl dann Levi teilweise, ein Teil der Stämme von Levi, das sich dann auch dem Haus Juda dann zugesellt haben. Und wir lesen ja auch, dass die meisten des Hauses Israel in die Verbannung gingen und nicht mehr zurückgekehrt sind und heute gelten sie als die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Heute weiß jeder, wer die Juden sind, aber heute weiß keiner, so gut wie keiner, wer die Israeliten eigentlich sind, das Haus Israel. Und das liegt zum Beispiel auch daran, dass sie ihre Sprache geändert haben und dass sie zum Beispiel auch die Gesetze Gottes nicht mehr halten, wie zum Beispiel den wöchentlichen Sabbat. Der wird von dem Haus Israel heute nicht mehr gehalten. Und von daher haben sie das Zeichen ihrer Identifikation verloren. Auch da werden wir noch
zu sprechen kommen. Ich hatte dies ja auch einige Male schon bereits erwähnt, als ich über den wöchentlichen Sabbat gesprochen habe. Nun kehren wir zurück zu 1. Mose Kapitel 35. 1. Mose Kapitel 35 und in Vers 22. Auch hier finden wir eine schreckliche Tat, die unglaubliche Konsequenzen hat. Kein Verbrechen, keine Sünde ist ohne Konsequenz. In 1. Mose 35 und Vers 22. Und es begab sich, als Israel im Lande wohnte, da ging Ruben, das ist der erstgeborene Sohn von Israel oder Jakob, da ging Ruben hin und legte sich zu Bilha, seines Vaters Nebenfrau. Also der Jakob hatte hier, wie gesagt, die Bilha war eine von den Mägden, als Nebenfrau genommen, hätte er nicht tun sollen. Aber der Ruben geht hin und hat jetzt Ehebruch mit der Magd seines Vaters, denn die galt hier als seine Nebenfrau. Und das kam vor Israel, das wurde also irgendwie ruchbar. Also der Ruben hat jetzt hier diese schreckliche Tat begangen. Hatte sie Konsequenzen? Nun schauen wir uns 1. Mose Kapitel 49 an. Und schauen wir uns an, was Jakob in dieser Prophezeiung über Ruben gesagt hat. Und auch heute leben die Nachfahren Ruben noch. Und wie wir meinen, hauptsächlich in Frankreich. In 1. Mose Kapitel 49, die Verse 3 und 4. Ruben, mein erster Sohn bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, der Oberste in der Würde und der Oberste in der Macht. Weil du aufwaltest wie Wasser, sollst du nicht der Oberste sein. Denn du bist auf deines Vaters Lager gestiegen, daselbst hast du mein Bett entweiht, das du bestiegst. Und wir lesen auch im ersten Buch Chronik, in Kapitel 5, dass die Herrschaft des Erstgeburtsrechtes, das dem erstgeborenen Zustand von Ruben weggenommen wurde und auf jemanden anderen übertragen wurde, was auch sehr wichtig ist im Hinblick auf endzeitliche Prophezeiungen. Im ersten Buch Chronik, Kapitel 5, heißt es in Vers 1, die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, denn er war zwar der Erstgeborene, aber weil er seines Vaters Bett entweihte, wurde sein Erstgeburtsrecht gegeben den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels. Doch wurde er nicht in das Geschlechtsregister als Erstgeborener aufgezeichnet. Schauen Sie, das Erstgeburtsrecht, die Herrschaft, die prophezeit war für das Haus Israel, wurde von Ruben weggenommen und an die Söhne Josefs gegeben, Ephraim und Manasse, die dem Josef in Ägypten geboren wurden. Und wir lesen auch, dass der Jakob nachher die Söhne Ephraim und Manasse als seine eigenen Söhne adoptierte und seinen Namen, den Namen Israel, auf die Söhne Ephraim und Manasse übertrug. Wie gesagt, als damals die Israeliten in die Gefangenschaft kamen, in die assyrische Gefangenschaft, wurden sie von den Assyrern dann zum Schwarzen Meer in diese Gegenden verschleppt, kehrten niemals ins gelobte Land zurück. Die Juden nachher wurden von den Babyloniern in Gefangenschaft gebracht und die gingen dann nachher zurück ins gelobte Land, nach Jerusalem, haben den Tempel wieder aufgebaut. Das Buch Esra, das Buch Nehemiah und andere Bücher, Nehemiah, die sagen uns dies. Die Israeliten, das Haus Israel, ging niemals zurück oder kam niemals zurück aus der Gefangenschaft ins gelobte Land, sondern die archäologischen Aufzeichnungen zeigen uns, dass sie mit den Assyrern nach Europa auswanderten, dann aber weiter auswanderten nach den britischen Inseln und schließlich nach Amerika. Und so haben wir auch Publikationen veröffentlicht, die uns zeigen, anhand der Bibel und auch anhand der archäologischen und historischen Beweise, dass heute die Nachfahren Josefs, Ephraim und Manasse, hauptsächlich zu finden sind in Großbritannien und auch in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen englischsprachigen Völkern. Das ist etwas, was die meisten nicht verstehen. Das ist etwas, was die meisten nicht wissen. Wenn man dies versteht, dann kann man auch verstehen, was die Prophezeiungen der Endzeit im Hinblick auf das Haus Israel zu sagen haben. Sonst kann man diese Prophezeiungen keineswegs verstehen. Diejenigen, die meinen, alles dies bezöge sich auf das Haus Juda, auf den Staat Israel im Nahen Osten, haben keinerlei Einblick in das, was wirklich in der Bibel geschrieben steht. So sehen wir also hier, dass das Erstgeburtsrecht von Ruben auf Josef übertragen wurde. Im 1. Mose Kapitel 38 lesen wir auch wiederum eine Stelle, die sehr missverstanden wurde.
In 1. Mose Kapitel 38 fangen wir an, in Vers 1 zu lesen. Es begab sich aber zu dieser Zeit, dass Juda, also einer der Söhne Jakobs, hinabzog, und da kommen die Juden her, dass er so hinabzog von seinen Brüdern und gesellte sich zu einem Manne aus Adullam, der hieß Hira. Und Juda sah dort die Tochter eines Kanaaniters, der hieß Shua, und er nahm sie zur Frau, auch wiederum hätte er das nicht tun sollen. Und als er zu ihr einging, da ward sie schwanger und gebar einen Sohn und den nannte er Er. Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn und den nannte sie Onan. Und sie gebar abermals einen Sohn und den nannte sie Shelah und sie war in Kesib, als sie ihn gebar. Und Juda gab seinem ersten Sohn Er eine Frau, die hieß Tamar. Aber Er war böse vor dem Herrn, darum ließ ihn der Herr sterben. Und da sprach Juda zu Onan, gehe zu deines Bruders Frau und nimm sie zur Schwagerehe, auf dass du deinem Bruder Nachkommen schaffest. Aber da Onan wusste, dass die Kinder nicht sein eigen sein sollten, da ließ er es auf die Erde fallen, das ist klar, was er auf die Erde fallen ließ, und verderben, wenn er einging zu seines Bruders Frau, auf dass er seinem Bruder nicht Nachkommen schaffe. Also es geht hier darum, es war damals dieses Institut der Schwagerehe, die es heute nicht mehr gibt, aber damals war das so ein Institut, dass wenn also jetzt der Bruder starb, dann, wenn der verheiratet war, dann sollte dann der andere Bruder die hinterlassene Witwe zur Frau nehmen, um eben Nachkommen zu erzeugen. Wie gesagt, diese Vorschrift gibt es heute nicht mehr. Aber damals gab es die. Und dieser Onan nun, der wollte das aber nicht, weil der wollte nicht, dass er seinem Bruder jetzt diese Nachkommen schaffen sollte, denn die würden dann als Nachkommen des Bruders gelten. Und so ließ er es auf die Erde fallen. Und einige haben daraus das Konzept der Onanie abgeleitet, aber rein plastisch gesehen hat das damit nichts zu tun. Darum ging es nicht. Es ging darum, dass der Onan hier nicht wollte, dass die Schwägerin gebären sollte durch ihn. Vers 10. Dem Herrn missfiel aber, was er tat, und er ließ ihn auch sterben. Nun, die Geschichte geht weiter, in dem Sinne, dass jetzt der Jude ein Versprechen gibt, dass die Tamar den Sohn, der dann noch geboren werden würde von Juda, heiraten könne, wenn der alt genug sei, aber er hat das Versprechen dann nicht eingehalten. Und die Tamar, die rächt sich interessanterweise. Wir lesen dies jetzt angefangen in Vers 11. Da sprach Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar, bleibe eine Witwe in deines Vaters Hause, bis mein Sohn Shelah groß wird. Denn er dachte, vielleicht würde der auch noch sterben wie seine Brüder. Und so ging Tamar hin und blieb in seines Vaters Hause. Und als nun viele Tage verlaufen waren, da starb Judas Frau, die Tochter des Shua. Und nachdem Juda ausgetrauert hatte, der ging hinauf, seine Schafe zu scheren, nach Timna mit seinem Freunde Hira und Abdullam. Und da wurde der Tamar gesagt, siehe, dein Schwiegervater geht hinauf nach Timna, seine Schafe zu scheren. Und da legte sie die Witwenkleider von sich, die sie trug, und deckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich und setzte sich vor das Tor von Enjaim an dem Wege nach Timna, denn sie hatte gesehen, dass Shelah groß geworden war, aber sie wurde ihm nicht zur Frau gegeben. Also der Jude hatte dieses Versprechen gemacht und hat es jetzt nicht gehalten. Und als Jude sie nun sah, da meinte er, es wäre eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht verdeckt, und er machte sich zu ihr am Wege und sprach, lass mich doch zu dir kommen, denn er wusste nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Und sie antwortete, was willst du mir geben, wenn du zu mir kommst? Und er sprach, ich will dir einen Ziegenbock von der Herde senden. Und sie antwortete, so gib mir ein Pfand, bis du ihn mir sendest. Und er sprach, was willst du für ein Pfand, das ich dir geben soll? Und sie antwortete, dein Siegel und deine Schnur und deinen Stab, den du in der Hand hast. Und da gab er es ihr und kam zu ihr und sie ward von ihm schwanger. Also hier verkehrt der Juda mit, wie er meint, einer Hure. Und natürlich hat das Konsequenzen. Nun sagt die Bibel, dass es von daher richtig sei, dass man einen Geschlechtsverkehr haben kann mit einer Hure? Absolut, natürlich nicht. Es ist dies auch wieder eine schreckliche Sünde. Und der Jude hat dafür zu bezahlen. Es geht hier weiter. Und sie machten sich auf und gingen hinweg und legte den Schleier ab und zog ihre Witwenkleider wieder an. Und Juda aber sandte den Ziegenbock durch seinen Freund Anadullam, damit er das Pfand zurückholte von der Frau, und er fand sie nicht. Und da fragte er die Leute des Ortes und sprach, wo ist die Hure, die zu Enjaim am Wege saß? Und sie antworteten, es ist keine Hure da gewesen.
Und er kam wieder zu Juda und sprach, ich habe sie nicht gefunden. Dazu sagen die Leute des Ortes, es sei keine Hure da gewesen. Und Juda sprach, sie mag's behalten, damit wir nur nicht in Verruf geraten. Also der Juda wusste, dass das, was er getan hatte, falsch war. Der wollte das jetzt verheimlichen. Der sagte, lass mal die Sache begraben hier, damit ich nicht hier in Verruf komme, dass ich da also zu dieser Hure eingegangen bin oder wer immer das jetzt war. Und man versucht dann immer seine Sünde zu vertuschen. Aber das hat nicht so geklappt. Und es klappt auch nie. Letztendlich sagt uns Gott, dass unsere Sünde uns heimsuchen wird, wenn wir sie vertuschen wollen. Wenn wir sündigen, dann müssen wir die Sünde bereuen und lassen. Es heißt dann hier, siehe, ich habe den alten Bock gesandt und du hast sie nicht gefunden. Nach 3 Monaten, Vers 24, da wurde Juda angesagt, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist davon schwanger geworden. Also jetzt wurde ruchbar, dass die Tamar schwanger wurde. Und die sagten, ja, die muss ja Hurerei getrieben haben, die ist ja nicht verheiratet, die ist jetzt schwanger, also hat sie jemand natürlich dann schwanger gemacht. Aber man wusste nicht, dass es Juda war. Und Juda sprach, und schauen Sie sich diese Reaktion an, eines absolut heuchlerischen Verhaltens. Der Juda war der gleichen Schuld überführt, jedenfalls in seinem eigenen Sinne. Aber was sagt er jetzt im Hinblick auf die Tamar, nachdem er erfährt, dass sie das Gleiche getan hatte, was auch Juda getan hatte? Führet sie hinaus, dass sie verbrannt werde. Und als man sie hinausführte, da schickte sie zu ihrem Schwiegervater und sprach, von dem Mann bin ich schwanger, dem dies gehört. Und sie sprach, erkennst du auch, wem die Siegel und diese Schnur und dieser Stab gehören? Und Juda erkannte es und sprach, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie meinem Sohne Schelah nicht gegeben. Doch wohnte er ihr nicht mehr bei. Schauen Sie, hier sehen wir die Selbstgerechtigkeit des Juda, aber der zumindest dann doch erkennt, wie fehlerhaft er gehalten hat oder wie fehlerhaft er sich verhalten hat. Wir erinnern uns ein bisschen an David nachher, der ja auch Ehebruch betrieb und dann sogar den Ehemann umbringen lässt. Und dann muss der Nathan zu ihm kommen, der Prophet, und erzählt ihm dieses Gleichnis von dem Schaf und dem reichen Mann. Und seine Reaktion, die Reaktion des David ist sofort, der Mann soll sterben, der dieses Schaf dem armen Mann weggenommen hat. Und dann sagt der Nathan, du bist der Mann. Du hast dieses Schaf deinem Krieger weggenommen. Und dann hat David auch erkannt, wie schwer er gesündigt hat und hat dann auch bereut, wie dies Juda hier auch tat. Muss es dazu kommen, meine Freunde, dass wir zunächst einmal solche grausamen Dinge erleben müssen, bevor wir zur Besinnung kommen? Oder können wir nicht von vornherein versuchen, nicht erst zu sündigen, damit wir diese Konsequenzen in unserem Leben nicht dann mitschleppen müssen? Die Erzählungen hier in der Bibel, die sind nicht irgendwie nur so Erzählungen für kleine Kinder. Die haben sehr wichtige Aussagen für uns, um uns deutlich zu machen, dass es sich nicht lohnt, dass es sich niemals auszahlt, gegen Gottes Gesetze zu verstoßen. Kehren wir nun zu Kapitel 38 und Vers 27 zurück. Denn als jetzt die Tamar gebären sollte, da wurden Zwillinge in ihrem Leibe gefunden. Und als sie gebar, da tat sich seine Hand heraus, und da nahm die Wehmutter einen roten Faden und band ihn darum und sprach, der ist zuerst herausgekommen. Und als aber der seine Hand wieder hineinzog, da kam sein Bruder heraus, und sie sprach, warum hast du um deinetwillen solchen Riss gerissen? Und man nannte ihn Peres. Danach kam sein Bruder heraus, der den roten Faden um seine Hand hatte, und man nannte ihn Serach. Schauen Sie, auch hier gibt es sehr historische Entwicklungen, die bedeutsam sind, die ich hier nur andeuten möchte. Und es hat dann immer einen Riss weitergegeben zwischen den Nachfahren von Peres und Serach. Und dieser Riss wurde erst viele, viele hunderte Jahre später in Irland geheilt, als nämlich Jeremia mit den Töchtern, den Nachfahren eines dieser beiden Söhne, nach Irland ging. Und diese Tochter hat dann den Nachfahren des anderen dieser beiden Söhne geheiratet. Das ist eine Geschichte, die man sich dann
in anderer Weise noch näher betrachten kann. Aber auch hier wiederum sehen wir Konsequenzen, die sich für Jahrhunderte von Jahren hindurch in der Geschichte deutlich machen, aufgrund von Taten, die wir tun mögen oder die in diesem Falle jetzt der Juda getan hatte. Die gehen nicht spurlos an uns vorüber. Die haben nachhaltende Auswirkungen. Wir sehen also hier in diesen Erzählungen, wie man sich selbst betrügen kann, wie der Juda dies tat und der aus Heuchelei und Selbstgerechtigkeit dann andere für das verurteilt, was er selbst getan hat. Und manchmal muss Gott dann so mit einem Hammer einem auf den Kopf hauen, damit man erkennt, wie man wirklich ist. Deswegen sagt Christus ja auch, verdamme den anderen nicht. Paulus sagt, dessen du den anderen verdammst, dessen bist du selber schuldig. In den meisten Fällen ist das so. Man kann sehr leicht den Splitter im Auge des Nächsten sehen und den Balken im eigenen Auge sieht man dann nicht. Das sind Lektionen, die wir alle dann doch uns zu Herzen nehmen sollten. Kehren wir uns nun dem zweiten Buch Mose zu und lesen wir Kapitel 20 und Vers 14. Hier werden die 10 Gebote den Israeliten verkündigt. Wie ich bereits sagte, die waren von vornherein bereits schon in Existenz. Die gab es bereits schon seit der Erschaffung des Menschen, aber die Israeliten waren jetzt in Sklaverei gekommen in Ägypten. Und als die aus Ägypten herauskamen, die hatten sehr viele dieser falschen Ideen mitgebracht und kannten zum Beispiel die 10 Gebote gar nicht mehr in dem Sinne. Und so hat also jetzt Gott durch Mose die 10 Gebote denen erneut verkündigt. Nicht, dass die bereits vorher nicht existiert hätten, aber er hat sie jetzt denen erneut verkündigt und in dieser Form. Und so lesen wir jetzt in 1. Buch Mose Kapitel 20 und Vers 14, schlicht und ergreifend, eins der 10 Gebote, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst deine Ehe nicht brechen. Also Ehebruch ist eines der 10 Gebote. Aber es ist nicht das einzige Gebot, das sich mit sexuellen Beziehungen beschäftigt. Denn in 1. Mose Kapitel 20 und Vers 17 wird ein weiteres der 10 Gebote aufgeführt, das sagt, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Und dann Knecht, Magd, Rinder, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Also es geht nicht nur um die eigentliche Ausführung des Ehebruchs, sondern es geht sogar um die Motivation. Es geht sogar um die Begierde. Und so sagt Christus ja später auch, ich sage euch, wenn ihr sogar die Frau eines anderen anschaut, um mit ihr Ehebruch zu betreiben, dann habt ihr bereits mit ihr schon Ehebruch betrieben in eurem Herzen. Denn Begierde führt zum Ehebruch, wenn man sich der Begierde überlässt. Und so hat Gott bereits schon im Alten Testament gesagt, es geht nicht nur um den Akt des Ehebruchs, es geht sogar auch um die Begierde, die zum Ehebruch führen würde, wenn man sich eben den Situationen dann überlässt. Und so lesen wir in 1. Mose, oder vielmehr im 2. Mose, Kapitel 22, angefangen in Vers 15. 2. Mose 22, die Verse 15 und 16. Wenn jemand eine Jungfrau beredet, und es schreibt Luther hier, die noch nicht verlobt ist. Nun, die bessere Übersetzung, die er dann auch im Neuen Testament anwendet, lautet, die noch nicht vertraut ist. Und ich werde gleich erklären, was das bedeutet. Also wenn jemand eine Jungfrau beredet, die noch nicht vertraut ist, einem Manne vertraut ist, und ihr beiwohnt, so soll er den Brautpreis für sie geben und sie zur Frau nehmen. Schauen Sie, das war die Art und Weise, wie Gott im Alten Testament vorehelichen Geschlechtsverkehr behandelt hat. Wenn also hier zwei junge Leute zusammenkamen und die haben Geschlechtsverkehr betrieben miteinander, die mussten sich dann heiraten. Wenn das heute der Fall wäre, dann wäre es mit dem vorehelichen Geschlechtsverkehr lange vorbei. Aber heute ist das leider nicht der Fall und es wird herumexperimentiert und man wird mehr und mehr dann in die Versuchung getrieben, Geschlechtsverkehr zu haben mit jemandem, mit dem man nicht verheiratet ist, um herauszufinden, ob man dann auch zu diesem Menschen passt. Und wie ich sagte, und wenn man dann letztendlich heiratet, mit den ganzen Erfahrungen, die man dann gemacht hat, entweder gefällt einem dann die Frau nicht mehr so, oder aber man vernachlässigt dann den Sexualverkehr in der Ehe, weil man ja bereits schon vor der Ehe den Genuss gehabt hat. Das ist alles verdreht. Das ist alles auf den Kopf gestellt.
Schauen Sie, so war das im Alten Testament nicht. Und wenn wir uns überlegen, wie damals die Gesellschaft war, dann könnte man sich auch die Frage stellen, ob das nicht vielleicht eine bessere Gesellschaft gewesen ist als heute. Da hat man nämlich noch nicht diese vielen Geschlechtskrankheiten gehabt, die man heute hat. Da hat man noch nicht diese vielen außerehelichen Kinder gehabt, die man heute hat, aufgrund von Schwangerschaften, die außerhalb der Ehe stattfinden. Nun, lesen wir etwas über dieses Vertrautsein. Das heißt hier, wenn jemand eine Jungfrau beredet, die noch nicht vertraut ist. Das Vertrautsein war eine Institution, wo junge Leute sich bereits rechtlich gesehen, vertraglich gesehen, verpflichtet hatten, einander zu heiraten. Es war mehr als nur ein Verlöbnis, es war mehr als nur ein Versprechen, sich zu heiraten, es war ein regelrechter, juristisch gesehen bindender Vertrag. Und wenn ein solches Vertrautsein bestand und man wollte dann dieses Vertrautsein auflösen, dann musste man sich regelrecht scheiden lassen. Und Maria und Josef, die waren einander vertraut, wie es heißt im Neuen Testament. Die hatten also dieses rechtliche Versprechen eingegangen, sind dieses eingegangen. Und so werden sie bereits auch schon als Mann und Frau bezeichnet. Aber das Vertrautsein führte noch nicht dazu, dass man dann auch wirklich die Ehe konsumiert oder durchführt. Also Geschlechtsakte wurden noch nicht in diesem Zustand betätigt. Dieser Geschlechtsverkehr kam erst im Zeitpunkt dann der eigentlichen Heirat. Und deswegen hat ja dann Josef auch Maria verlassen wollen, als er hörte, dass sie schwanger war, weil der ja dachte, die Maria, die muss jetzt mit einem anderen Geschlechtsverkehr gehabt haben, denn ich war es ja nicht. Und da wurde ihm natürlich gesagt, dass es durch den Heiligen Geist geschehen war, dass Maria schwanger war von oder mit Jesus. Also es war dies ein bindendes, vertraglich abgesichertes Versprechen. Und hier, wenn also jemand eine Jungfrau verführte, die bereits vertraut war, dann war das Ehebruch. Aber hier war es in diesem Falle eine Jungfrau, die noch nicht vertraut war. Und deswegen konnte sie heiraten und musste heiraten. Nun, wir lesen weiter, dass damals der Vater das Recht hatte, eine solche Heirat auszuschlagen, weil er sich vielleicht gesagt hat, na, der ist mit Sicherheit nicht der Richtige für meine Frau. Dann musste der aber trotzdem den Brautpreis zahlen. Und der war ganz schön happig. Also, da waren schon Motivationen vorhanden dafür, dass man sich nicht leichtfertig in vorehelichen Sexualverkehr dann einließ. Aber dies hat auch eine sehr wichtige geistliche Komponente, auf die ich hier kurz eingehen möchte. Schauen wir uns einmal 2. Korinther Kapitel 11 an. 2. Korinther Kapitel 11 und Vers 2. Denn alles dies, was wir jetzt gelesen haben, hat nämlich einen Bezug auf unser geistliches Verhältnis zu Gott. Wir sind ja heute, wenn wir den Heiligen Geist haben, bereits gezeugte Kinder Gottes. Noch nicht wiedergeborene Kinder Gottes. Wiedergeborene Kinder Gottes sind wir, wenn wir in das Reich Gottes hineingeboren werden. Als unsterbliche Geistwesen der Gottfamilie. Aber wir sind heute bereits durch den Geist Gottes gezeugt. Und so lesen wir hier in 2. Korinther 11 und Vers 2. Jetzt sagt Paulus, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch, schauen Sie hier, sagt Luther, verlobt. Aber die bessere Übersetzung ist hier vertraut. Es geht hier um das gleiche Prinzip. Ich habe euch vertraut mit einem einzigen Manne. Wer ist dieser einzige Mann? Geistlich gesehen, Jesus Christus. Damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Also wir befinden uns in der gleichen Situation, in der sich damals Menschen befanden, die physisch gesehen einander vertraut waren. Wir sind also in diesem Sinne bereits symbolisch gesehen, figurativ gesehen, mit Christus verheiratet. Wir sollen geistlich gesehen eine weitere Jungfrau bleiben, uns also nicht mit falschen Ideen, mit Götzendienst und dergleichen einlassen, sodass wir eine reine Jungfrau sein können, die also keinen Ehebruch betreibt, sozusagen im geistlichen Sinne mit anderen Religionen, damit uns dann Paulus, wie es in diesem Falle heißt, er schreibt ja hier die Korinther an, er sie dann Christus als eine reine Jungfrau zuführen kann. Und so lesen wir dies auch im Alten Testament, im Hosea-Buch. Da wird auch schon davon gesprochen, dass wir geistlich gesehen vertraut sind. Und dass das natürlich auch Konsequenzen hat dann für unser Leben. Hosea Kapitel 2. Hosea Kapitel 2. Und die Verse 18 bis 22. Hosea Kapitel 2 und angefangen Vers 18. Und dies bezieht sich auch jetzt auf eine
zukünftige Prophezeiung für alle Menschen. Denn es ist ja nicht nur so, dass Gott heute einige beruft und andere dann ignoriert. Gott ist ja kein jemand, der die Person ansieht. Er wird alle zu dem Zeitpunkt, wenn er es für richtig hält, berufen. Und so lesen wir hier, dass das in der Zukunft geschehen wird. Als dann spricht der Herr, wirst du mich nennen mein Mann. Und nicht mehr mein Baal. Mit anderen Worten, wir werden nicht mehr heidnische Götter und Götzen anbeten. Denn ich will den Namen der Baale von ihrem Munde wegtun, dass man ihren Namen nicht mehr gedenken soll. Und ich will zur selben Zeit für sie einen Bund schließen, mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel und mit dem Gewürm des Erdbodens und will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Eine Prophezeiung des Millenniums, wenn Christus auf Erden herrschen wird, dann werden die Menschen nämlich nicht mehr lernen wollen, Krieg zu führen. Dann werden die Menschen erkennen, dass kein Krieg, und ich wiederhole, kein von Menschen geführter Krieg, jemals positive Resultate erzeugen kann und erzeugen wird. Und auch das ist etwas, was die Menschen heute nicht gelernt haben. Deswegen haben wir Kriege in Afghanistan, im Irak und wo auch immer. Und die Menschen meinen, sie könnten durch Krieg Frieden erzeugen. Sie können nicht durch ein Gift etwas Positives erreichen. Und wenn Christus zurückkommen wird, dann wird er den Bogen im Lande zerbrechen. Und die Menschen werden erkennen, dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden müssen. Und sie werden nicht mehr lernen wollen, Krieg zu führen. Das ist der Zeitpunkt hier, von dem Christus hier spricht. Und dann heißt es hier in Vers 21, und ich will mich mit dir verloben. Und auch hier sollte die Übersetzung heißen, vertrauen. Schauen Sie, es geht hier um dieses rechtlich bindende Versprechen. Ich will mich mit dir vertrauen für alle Ewigkeit. Und ich will mich mit dir vertrauen in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir vertrauen und du wirst den Herrn erkennen. In den meisten Fällen heute erkennen die Menschen den Herrn nicht, haben keine Ahnung, was Gott einem wirklich sagt, was Gott einem wirklich vorschreibt, was Gott von einem verlangt. Und deswegen haben wir diese Situation in der Welt, die wir heute haben, auch in christlichen Ländern. Die ja nicht nach dem leben, was hier uns Gott vorschreibt. Die ja selbst meinen, dass Kriege zu Frieden führen könnten. Dass man ruhig ein wenig die Ehe brechen kann. Dass man ruhig ein wenig vorehelichen Geschlechtsverkehr haben kann. Und. Und die Liste ist ja fast ohne Ende. Aber dann, wenn Gott sich uns offenbart, dann werden wir Gott erkennen. Und zwar als Nationen, nicht nur individuell. Und so lesen wir jetzt, dass wenn man mit jemandem geschlechtlich verkehrt, der bereits vertraut war, dass dies dann als Ehebruch galt. Und wenn wir heute, die wir zu Christus getraut sind und anvertraut sind und mit ihm vertraut sind, wenn wir uns heute Gott abwenden und anderen Religionen, anderen Ideen nachgehen, dann begehen wir geistlich gesehen Ehebruch. Und die Strafe für Ehebruch ist der Tod, der Sünde sollt. Ist der Tod, sagt uns Paulus im Römerbrief. Aber es ist die Gabe Gottes, die uns das ewige Leben gibt. Auch wiederum andeuten, dass Sie und ich keine unsterbliche Seele haben, denn wenn wir eine unsterbliche Seele hätten, dann hätten wir bereits ewiges Leben. Nein, die unsterbliche Seele ist auch eine aus dem Heidentum übernommene Idee, die nirgendwo in der Bibel gelehrt wird. Der Sünde sollt ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist ewiges Leben. Nun, kehren wir zu 2. Mose Kapitel 22 zurück. 2. Mose Kapitel 22. Dann lesen wir Vers 18. Man sollte es nicht glauben, dass es sowas überhaupt gibt. Und es gibt es ganz gewiss, heute wie auch damals schon. Denn wenn es nicht gegeben hätte, dann hätte Gott es nicht eindeutig hier als ein Gräuel beschrieben. 2. Mose 22, Vers 18. Wer einem Vieh beiwohnt, der soll des Todes sterben. Hier wird Bestialität auf das Schärfste verurteilt, auf das Schärfste verdammt. Schauen wir uns 3. Mose Kapitel 18 an. Und ich brauche Ihnen ja nicht viel zu sagen, wenn Sie ein wenig auf der Internet herumblicken, was da alles angeboten wird heute. Bestialität.
ist nicht eine Ausnahmeerscheinung mehr. 3. Mose, Kapitel 18, Vers 23. Da sagt Gott ganz eindeutig, du sollst auch bei keinem Tier liegen, dass du mit ihm unrein werdest. Und keine Frau soll mit einem Tier Umgang haben. Es ist ein schändlicher Frevel oder es ist ein Greuel. Aber warum wird das hier so deutlich zum Ausdruck gebracht? Offensichtlich deshalb, weil das gar nicht so unüblich war damals. Vor allen Dingen in den Ländern, die nicht unbedingt jetzt in Israel waren, aber die um Israel herum lagen. Und Ägypten war ja auch ein Land, aus dem Israel gekommen war, wo diese Praktiken, diese gräuelhaften Praktiken auch durchgeführt wurden. Und wir lesen auch in Kapitel 20, 3. Mose 20, die Verse 15 und 16. Wenn jemand bei einem Tiere liegt, der soll des Todes sterben und auch das Tier soll man töten. Warum? Weil man wissenschaftlich nachgewiesen hat, dass Tiere durchaus in der Lage sind, wenn sie in diese Gewohnheit hineinkommen, dies durchzuführen, Lust daran zu haben. Eine gräuliche Vorstellung, aber es ist tatsächlich der Fall. Und so lesen wir auch in Vers 16. Und wer eine Frau oder wenn eine Frau sich irgendeinem Tiere naht, um mit ihr Umgang zu haben, so sollst du sie töten und das Tier auch. Des Todes sollen sie sterben, ihre Blutschuld komme über sie. Wie gesagt, Gott hat hier keine Worte gemünzt. Er hat ganz deutlich gemacht, wie gräulich, wie abscheulich eine solche Praxis ist. Wenn wir an Ninive denken, auch das ist sehr interessant. Jona wurde ja aufgefordert, nach Ninive zu gehen und dort denen zu predigen, dass in 40 Tagen Ninive zerstört werden würde. Denn Jona hatte das ursprünglich ja nicht gewollt, ist geflohen, aber dann hat Gott durch seine Weisheit es dann dahin gebracht, dass er doch dann nach Ninive kam. Aber die Reaktion des Königs war sehr interessant. Als der diese Warnung hörte, da sagte er, wir sollen alle bereuen, wir sollen alle sogar fasten, aber nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere. Warum hat er das wohl gesagt? Warum sollten wohl auch die Tiere fasten? Könnte hier ein Zusammenhang bestehen zwischen dem, was Gott hier verboten hat im 3. Buch Mose und mit dem, was damals in Ninive geschah? Und zwar öffentlich geschah, sodass der König davon wusste. Ich sage das nur als eine Überlegung, denn irgendwie ist es schon interessant, dass auch Tiere in diese, in Anführungszeichen, Reue mit einbezogen wurden. In 1. Mose Kapitel 34 kommt dann zum Ausdruck, oder vielmehr in 2. Mose Kapitel 34 kommt dann zum Ausdruck, was ich eben schon erwähnt hatte. Und Gott macht das hier ganz deutlich in einem Gesetz. 2. Mose Kapitel 34, angefangen in Vers 12. 2. Mose 34, angefangen in Vers 12. Hüte dich, sagt Gott damals den Israeliten, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte, sondern ihre Altäre sollst du umstürzen und ihre Steinmale zerbrechen und ihre heiligen Pfähle umbauen. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der Herr heißt ein Eiferer, ein eifernder Gott ist er. Hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, wenn sie ihren Göttern nachlaufen, damit sie, wenn sie ihren Göttern nachlaufen und ihnen opfern, dich nicht einladen und du von ihrem Opfer essest, schauen sie, und damit du für deine Söhne ihre Töchter nicht zu Frauen nehmest und diese dann ihren Göttern nachlaufen und machen, dass deine Söhne auch ihren Göttern nachlaufen. Schauen Sie, Gott war sich bewusst, dass das passieren könnte. Und wie ich sagte, geschieht das heute sehr, sehr häufig, dass wenn jemand, der die Wahrheit kennt, sich mit jemandem einlässt, der die Wahrheit nicht kennt, und dann eine Ehe mit einer solchen Person eingeht, er in den meisten Fällen von der Wahrheit abgelenkt wird. Es geschieht so gut wie nie, dass derjenige, der die Wahrheit nicht kennt, aufgrund der Frau oder des Mannes, der oder die, die Wahrheit kennt, auf einmal dann auch zur Wahrheit kommt. Das kann hin und wieder geschehen, aber in den meisten Fällen geschieht das keineswegs. Die Warnung ist klar. Man soll keine Ehe eingehen mit jemandem, der eben nicht so denkt, nicht so fühlt, nicht so glaubt, wie man selbst. Nun,
Lesen wir im dritten Buch Mose. Dritten Buch Mose, Kapitel 18. Angefangen in Vers 6. Und das will ich jetzt hier nur kurz erwähnen. Sie können nachher sich die ganze Stelle selber durchschauen und durchlesen. Aber es geht hier um Ehen unter Blutsverwandten. Und es heißt hier, keine unter euch soll sich irgendwelchen Blutsverwandten nahen, um mit ihnen geschlechtlichen Umgang zu haben. Ich bin der Herr. Also Gott sagt, das ist meine Vorschrift. Du sollst mit deinem Vater und deiner leiblichen Mutter nicht Umgang haben. Und das versteht sich ja eigentlich von selbst, aber scheinbar nicht, wenn sonst hätte es Gott hier nicht so deutlich zum Ausdruck gebracht. Es ist deine Mutter, darum sollst du nicht mit ihr Umgang haben. Und dann werden weitere Eheverbindungen verboten. Und wie gesagt, interessant ist, dass Neffen zum Beispiel nicht erwähnt werden. Nun, es gibt eine große Diskussion und die Gesetze in verschiedenen Ländern und Staaten sind verschieden in dieser Beziehung. Aber zumindest hier im dritten Buch Mose wird so ziemlich alles erwähnt, was man nicht tun soll. Aber wie gesagt, Neffen werden nicht erwähnt. Auch das sage ich nur der Vollständigkeit halber. Und dann lesen wir eine weitere Stelle, die heute auch so belächelt wird und die in den meisten Fällen nicht mehr angewendet wird. Aber Gott sagt sie ganz deutlich hier und nicht nur hier. In 3. Buch Mose, Kapitel 18 und in Vers 19. 3. Buch Mose 18 und Vers 19. Du sollst nicht zu einer Frau gehen, solange sie ihre Tage hat, um in ihrer Unreinheit mit ihr Umgang zu haben. Also wir sollen keinen ehelichen Geschlechtsverkehr haben, wenn die Frau ihre Menstruation hat. Warum? Warum? War das nur eine ritualistische Idee, die Gott hier so zum Ausdruck gebracht hat? Oder ist da mehr mit verbunden? Schauen wir uns eine Parallelstelle an. Im Buch Ezekiel. In Kapitel 18. Ezekiel, Kapitel 18. Und angefangen in Vers 5. Und da lesen wir, Ezekiel, Kapitel 18, angefangen in Vers 5. Und schauen wir uns den Zusammenhang an, wie Gott das so sieht. Wenn nun einer gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt, der von den Höhenopfern nicht isst, also sich nicht mit Abgötterei und Götzendienst einlässt und seine Augen nicht aufhebt zu den Götzen des Hauses Israel, also die hatten damals bereits schon diese Götzen angenommen, der seines nächsten Weib nicht befleckt und nicht liegt bei einer Frau in ihrer Unreinheit. Also zwei Dinge werden hier erwähnt. Zunächst einmal kein Ehebruch, aber dann, man soll nicht mit seiner Frau, mit seiner eigenen Frau offensichtlich liegen, in ihrer Unreinheit. Dann heißt es in Vers 7, der niemand bedrückt, der dem Schulden sein Pfand zurückgibt und niemand etwas mit Gewalt nimmt, der mit dem Hungrigen sein Brot teilt und den Nackten kleidet, der nicht auf Zinsen gibt und keinen Aufschlag nimmt, der seine Hand von Unrecht zurückhält und rechtes Urteil fällt unter den Leuten, der nach meinen Gesetzen lebt und meine Gebote hält, dass er danach tut, das ist ein Gerechter. Der soll das Leben behalten, spricht Gott, der Herr. Also wenn man all diese Stellen zusammennimmt, dann sieht man deutlich, dass es nicht nur hier um eine rituelle Vorschrift geht. Gott bringt sie in den gleichen Zusammenhang wie die anderen Dinge, die man natürlich auch nicht tun soll. Ich möchte Ihnen kurz diese Stelle in der Menge Bibel vorlesen. In Ezekiel Kapitel 18. Und schauen wir uns an, wie die Menge Bibel ist übersetzt. Und ich meine sogar noch sehr anschaulicher und deutlicher. Ezekiel Kapitel 18. Und angefangen in Vers 5, da sagt Menge, wenn also jemand gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt, an den Opfermahlen auf den Bergen nicht teilnimmt und seine Augen nicht zu den Götzen des Hauses Israel erhebt, das Weib seines Nächsten nicht entehrt und einem Weibe zur Zeit ihrer Unreinheit nicht naht, niemanden übervorteilt, dem Schuldner sein Pfand zurückgibt, sich keine Erpressung zu Schulden kommen lässt, dem Hungrigen von seinem Brot abgibt und den Nackten mit Kleidung versieht, kein Geld auf Wucher ausleiht und keine Zinsen nimmt, seine Hand vom Unrecht fernhält, in Streitsachen zwischen den Parteien der Wahrheit gemäß richtet, nach meinen Satzungen wandelt und meine Gebote beobachtet, indem er sie getreulich erfüllt,
Der ist ein gerechter Mann, er soll gewisslich am Leben bleiben. So lautet der Ausspruch Gottes des Herrn. Nun, wenn es um Wucher und Zinsen geht, möchte ich kurz hier noch erwähnen, dass man, wenn ein Armer in Not ist, dem auch keine Zinsen abverlangen soll, wenn man ihm hilft. Aber es ist nicht verkehrt, im Geschäftsleben Zinsen zu verlangen, wenn es lediglich um eine Investition geht, aber eben kein Wucher. Wucher ist in jedem Falle verkehrt. Und so hat Gott also diese Dinge hier aufgeführt, um zu zeigen, was für ihn alles ein Gräuel ist. Und wenn man das nicht tut, so wird man am Leben bleiben. Die Umkehrung ist dann natürlich auch richtig. Wenn man es tut, wird man eben nicht am Leben bleiben, es sei denn, man bereut seine Schuld. Also auch hier wiederum zeigt sich deutlich, wir sollen eben nicht geschlechtlichen Verkehr haben mit unserer eigenen Ehefrau zur Zeit ihrer Tage. Nun, ich möchte kurz noch eine Stelle jetzt lesen und dann werden wir für heute uns wieder verabschieden und dann das nächste Mal die Serie weiterführen. Wie Sie sich bereits denken können, wird das so einige Teile haben. Aber ich hoffe, dass alles dies Ihnen sehr auch helfen wird, um vielleicht ein besseres Verständnis zu erhalten, wie Gott zum Thema Sexualität und zum Thema Ehe steht. Im ersten Buch Mose oder im dritten Buch Mose, Kapitel 18, dritten Buch Mose, Kapitel 18 und Vers 22. Nun, das ist eine Stelle, ach, da haben die meisten heute große Probleme mit. Denn die wollen ja anders leben, als wie es hier geschrieben steht. Aber hier schauen wir uns an, was Gott sagt. 3. Mose, Kapitel 18, Vers 22. Du sollst nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Du sollst nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Nun könnte irgendetwas klarer sein. Die meisten sagen heute, ach ja, das ist ja längst abgeschafft. Gott hat seine Meinung dahingehend geändert. Praktizierende Homosexualität ist ja natürlich, ist ja, so sind ja die Menschen auch geboren worden. Ich kenne Christen, die von sich behaupten, Christen zu sein, und sie sind praktizierende Homosexuelle. Gott sagt, es ist ein Gräuel. Aber er sagt es nicht nur hier. In 3. Mose Kapitel 20 und Vers 13. 3. Mose 20 und Vers 13. Gott sagt es erneut, um deutlich zu machen, dass wir verstehen, dass es in seinen Augen ein Gräuel ist. Wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Gräuel ist. Und die Strafe war, beide sollen des Todes sterben. Gott hat es nicht irgendwie in irgendeiner Form als akzeptabel angesehen und sicherlich auch nicht die Auffassung vertreten, die sind so von Gott erschaffen worden. Die sind so geboren worden, deswegen müssen die dann auch diesen Lebensstil in dieser Weise durchführen. Gott hätte niemals gesagt, die sollen des Todes sterben, wenn sie so etwas tun, obwohl ich sie ja so geschaffen habe. Das wäre ja widersinnig. Und so lesen wir hier im Römerbrief, in Kapitel 1, noch mehr über das, was Gott zum Thema Homosexualität zu sagen hat. Nun, einige sagen ja, im Alten Testament, da hat Gott das so verurteilt, aber im Neuen Testament, ja, das ist jetzt erlaubt. Nun, der Apostel Paulus hat das sicherlich nicht so gesehen. In Römer Kapitel 1, angefangen Vers 26, da sagt er Folgendes. Zunächst einmal wird hier beschrieben, dass die Menschen Gott abgelehnt haben. Sie wollten keinerlei Erfahrung haben mit Gott. Sie wollten keinerlei Anbetung haben zu Gott. Und so sagt Paulus hier, darum hat sie Gott dahin gegeben. Nicht, dass er es getan hat, sondern er hat sie sich selbst überlassen. Darum hat sie Gott dahin gegeben in schändlichen Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Was ist damit gemeint? Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt, und um es ganz deutlich zu machen, und haben Mann mit Mann Schande getrieben. Und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein muss, an sich selbst empfangen. Hört sich das so an, dass der Apostel Paulus gelehrt hat, ach, das ist jetzt alles okay, das kann man so machen? Oder hört sich das doch nicht so an, als ob Gott von vornherein dies als ein Gräuel angesehen hat? Und Paulus wusste ja auch, wovon er sprach. Er lebt ja in einer Zeit, vor allen Dingen auch im Griechentum, wo das ja auch noch im Römertum, wo das gang und gäbe war. Wo die Philosophen ihre Lustknaben hatten. Also der hat da irgendwie nicht in einer Weise geschrieben, von dem er nichts wusste. Er hat das alles beobachtet und hat also den Sinn Gottes hier ganz klar und deutlich zutage treten lassen. Im 1. Korinther Kapitel 6, im 1. Korintherbrief, Kapitel 6,
lesen wir Vers 9. Zunächst einmal in der Lutherbibel, wo es an sich nicht so deutlich zum Ausdruck kommt, da wird Folgendes gesagt. 1. Korinther 6 und Vers 9. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind einige von euch gewesen. Also alles das, was er hier aufführt, inklusive Lustknaben oder Knabenschänder, einige waren Lustknaben und Knabenschänder. Und die waren noch andere dieser Dinge. Und dann sagt er hier, einige von euch sind so gewesen, aber ihr seid rein gewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden. Durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Es ist also möglich, sich zu ändern. Heute hört man, jemand, der ein Homosexueller ist, der Homosexualität praktiziert, der kann sich nicht ändern. Der ist so geboren worden. Unfug. Es ist eine Sünde in Gottes Augen, die man bereuen muss. Aber man kann sich ändern mit der Hilfe Gottes. Nun, die gute Nachricht, eine von der evangelischen Kirche herausgegebene Publikation, übersetzt 1. Korinther 6 und Vers 9 noch viel deutlicher. Denn einige sagen, ja, das geht hier nur um Lustknaben und Knabenschänder, also um Männer, die sich also an Knaben vergreifen. Darum geht es nicht nur. 1. Korinther 6 und Vers 9 wird hier in der guten Nachricht wie folgt übersetzt. Denkt daran. Für Menschen, die Unrecht tun, hat Gott keinen Platz in seiner neuen Welt. Die übersetzen das Reich Gottes hier mit seiner neuen Welt. Macht euch nichts vor. Menschen, die Unzucht treiben oder Götzen anbeten, und Unzucht nebenbei gesagt, ist vorehelicher und außerehelicher Geschlechtsverkehr. Wenn es sich um Geschlechtsverkehr handelt, wo jemand verheiratet ist, dann ist es Ehebruch. Also jemand, der Unzucht treibt oder Götzen anbetet, Menschen, die die Ehe brechen, schauen Sie, oder mit Partnern aus dem eigenen Geschlecht verkehren. Also deutlicher kann es schon gar nicht mehr gebracht werden. Die mit den Partnern aus dem eigenen Geschlecht verkehren. Diebe, Wucherer, Trinker, Verleumder und Räuber werden nicht in Gottes neue Welt kommen. Manche von euch gehörten früher zu diesen Menschen. Aber jetzt seid ihr reingewaschen, ihr seid Gottes heiliges Volk geworden und könnt vor seinem Urteil bestehen. Denn ihr seid mit dem Herrn Jesus Christus verbunden und habt den Geist unseres Gottes erhalten. Die Stellen, die wir heute gelesen haben aus dem Alten Testament, finden ihre Bestätigung im Neuen Testament. Gott ändert sich nicht. Schauen Sie, wenn er uns damals im Alten Testament gesagt hat, Ehebruch ist verkehrt, Unzucht ist verkehrt, Homosexualität ist verkehrt, dann ist das nach wie vor heute der Fall. Und wir haben die Wahl, wie wir immer die Wahl haben, entweder uns dem unterzuordnen, was uns Gott sagt, oder aber dem entgegenzutreten. Wenn wir aber sündigen, und alles ist Sünde, was dem Gesetz Gottes widerspricht, werden wir die Konsequenzen in unserem Leben noch spüren. Aber was noch weit wichtiger ist, wenn wir uns weigern, die Sünde abzulegen, werden wir das Reich Gottes nicht ererben und nicht Eingang finden in die neue Welt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.